Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und du willst dieses Video sehen. Du musst dieses Video sehen und du hast alles richtig gemacht, dass du bis jetzt zugeschaut hast. Denn dieser Winkelscheinwerfer, also dieser und dieser, der fast baugleich, sind so unfassbar stark. Ich bin der Meinung, das ist der stärkste Winkelschleifer, den du dir normal auf dem Markt kaufen kannst. Und was der alles kann, das musst du gesehen haben. Und das werde ich dir heute zeigen. Und hinterher wirst du sagen, ich muss diesen Winkelschleifer haben. Denn hier gibt es kein Pardon. Das ist ultra krass, was wir feiern heute. Und ihr werdet das bei den Tests sehen und auch bei den Leistungsdaten sehen. Zusätzlich ist es natürlich Freitag und wir verlosen auch etwas. Und zwar genau diesen Winkelschleifer. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach unten die Kommentare zu schreiben. Was hältst du denn davon und kennst du noch ein stärkeres Gerät als das hier? Ich bin jetzt mal ganz ehrlich mit euch. Winkelschleifer, gerade in der Größe, sind für mich eher Pflicht als Kür. Wenn ich sie mal benutze, dann muss ich irgendwie Stein mit Bewehrung schneiden, irgendwelchen Sturz durchschneiden, irgendwo Beton, irgendwas abtragen, machen und tun. Was gibt es noch alles, was ich damit mache? Kalksandstein vor allem schneiden, habe ich damit sehr viel. Und das war immer so, das macht keinen Spaß. Es macht einfach keinen Spaß. Das hier, andere Liga, komplett anderes Terrain, als wenn du vorher irgendwie so mit so einem 12 PS Moped gefahren bist und auf einmal hast du ein Bugatti mit 1000 PS. Das ist der Unterschied etwa zu einem normalen Winkelschleifer und diesem Winkelschleifer. Aber warum ist das eigentlich so krass? Was ist denn hier eigentlich los? Ja, wir haben hier den GWS 30230P und 30230PB. Und ihr kennt mich, also wer mich kennt von euch, ja, weiß, ich bin eigentlich ein ganz entspannter, sachlicher Mensch. Ja, aber das hier, wow, also wirklich ultimativ krass, was das Ding hier hat. Und zwar, wir haben hier 2800 Watt Eingangsleistung. Und jetzt ist das Wichtige bei den beiden Geräten folgendes. Wir gucken uns hier auch ganz in Ruhe und ganz genüssig nochmal an. Und wir werden auch heute testen. Das hast du ja eben schon gesehen. Aber da komme ich noch dazu, weil was er da abgefeiert hat, ist, ich finde da noch nicht mal Worte für. Ja, das muss ich euch nachher zeigen. Das ist unfassbar. Aber wir haben hier 2800 Watt. Okay, soweit so gut. Mit der Leistungsklasse gibt es gar nicht viele Geräte auf dem Markt. Aber was der hier hat, er hat einen brushless Motor und der erlaubt Folgendes. Wenn du 2800 Watt hast und hast normal, einen ganz normalen, herkömmlichen Motor, ja, dann hast du folgendes Thema. Das Ding ist übrigens nicht wartungsfrei in dem Sinne, sondern bei dem normalen Motor musst du hier die Bürsten wechseln, musst ab und zu mal wieder ran, hier und da und jenes. Okay, aber bedenkt Folgendes. Ein Winkelschleifer mit einem normalen Motor, nicht wie der hier, hat einen Wirkungsgrad von 60%, so etwa. Ja, 60 kann ein bisschen mehr, kann ein bisschen weniger sein. Dementsprechend hat er viel weniger Leistung, die hier am Ende an der Welle ankommen, als der hier. Der hat nämlich einen Wirkungsgrad von so rund 80%. Das klingt jetzt erstmal so, aber wir haben ergo viel mehr Nettoleistung, die wir hier wirklich an der Welle zur Verfügung haben. Das sind über 2200 Watt, die wirklich übrig bleiben. Ne? Viele sagen ja, ja, hier irgendwas, hier, da kommen 10.000 Watt rein, irgendeine Quatschzahl. Das ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was hängt am Ende wirklich hier unten, was kommt am Ende wirklich beim Motor raus? Ja? Und das sind hier so um die 2200 Watt, die du bei diesem brushless Motor hast. Und das ist eine Kraft, die so unfassbar ist. Und deswegen mache ich das Video heute. Und deswegen gucken wir uns die Geräte erstmal an. Aber lass uns doch erstmal dazu kommen, was kostet das Gerät eigentlich? Bevor wir zum Thema Preis kommen, mal ganz kurz. Wir haben hier den GWS 30230P und PB. Was der Unterschied ist, ist minimal, kommen wir gleich dazu. Ja? Das heißt, wir haben hier den GWS 30230 hier an der Stelle. Ein kabelgebundenes Gerät, deswegen haben wir auch die Instagram heute hier. Ja? Da komme ich auch gleich nochmal zu. Aber wir haben hier bei den beiden Geräten etwa einen Preis von rund 300 Euro. Wenn du dich für die Geräte interessierst, schau mal unten die Videobeschreibung, da findest du einen ehrlichen Preisvergleich. Ansonsten kannst du auch mal auf gotools.de vorbeigehen. Oder hier oben, ja, hast du auch einen Werkzeugvergleich, nämlich eine Vergleichstabelle, wo nochmal alle Daten auch stehen. Ja. Geht am besten mal drauf, guck dir das mal an. Dass du mal alle Daten auf einen Blick, die wir uns auch gleich nochmal anschauen. Aber das Interessante ist, diese Geräte sind mit 300 Euro aus meiner Sicht extrem günstig.
Und zwar aus mehreren Gründen. Nummer eins, ein Winkelschleifer in einer guten Qualität, ja, fängt irgendwo bei 150 Euro an, bis eigentlich so 150, 200 Euro. Da kriegst du schon einen ganz vernünftigen Winkelschleifer. Aber der ist nicht brushless, das ist Nummer eins. Der hat weniger Power und der ist auf jeden Fall wartungsintensiver als das Gerät. Und mal ganz ehrlich, wenn du das regelmäßig nutzt, sind 100 Euro mehr oder weniger eigentlich irrelevant. Ja, das heißt, du hast hier ein Gerät mit rund 300 Euro und ich würde dir auf jeden Fall raten, wenn du einen Winkelschleifer kaufen möchtest, ist genau das dein Winkelschleifer. Weil was du hier hast, ist ein Gerät, was du quasi nie zum Stoppen bekommst. Zum Thema Test kommen wir auch gleich nochmal. Aber du hast ein Gerät, was so viel Leistung hat, Leistungsreserven auch nochmal hat, so viele kleine Gimmicks noch und Technik drin. Das sind die 100 Euro mehr, vielleicht zu einem anderen Winkelschleifer, mehr als wert. Ja, also ich würde euch raten, auf jeden Fall, wenn ihr ein Gerät dieser Größe braucht, dann ist das das Richtige und scheut euch nicht vor 100 oder 150 Euro mehr Kosten. Warum ist eigentlich übrigens preis-leistungstechnisch aus meiner Sicht wirklich besser? Nummer eins, du hast hier, musst hier keine Kohlen austauschen. Das heißt, das Gerät läuft einfach dauerhaft und du musst nicht andauernd irgendwie an den Kohlen rumfummeln. Andauernd ist relativ, aber es gibt ja einige, solche Geräte auch wirklich sehr, sehr, sehr viel benutzen. Ja? Und dann hast du das natürlich. Nummer zwei, ist es so, dass du hier einen viel schnelleren Arbeitsfortschritt hast. Das heißt, wenn du das regelmäßig benutzt, dann ist es auch so, dass du sehr, sehr schnell die Zeit wieder raus hast für die paar Euro, die du mehr ausgegeben hast. Wenn du es privat nutzt oder wenn du jemand bist, der es nur ab und zu benutzt, dann bist allein nur das Grinsen im Gesicht werden dir die paar Euro schon wert sein. Und was wir auch noch haben, der Motor hier ist nochmal anders geschützt. Das heißt, der Motor, der hier drin ist, in den beiden Geräten, da ist es so, dass die Wicklungen nochmal stärker geschützt sind als bei jedem anderen Motor und auch bei Beanspruchung, weil hier geht natürlich auch Luft durch. Die Luft kann natürlich auch getränkt sein von Staub und von, ich sag mal, von Dreck. Das zerrt natürlich auch am Motor oder kann den Motor auch beschädigen. Hier ist es nochmal extra gut geschützt, sodass das Gerät auch extra lang hält. Das heißt, die paar Euro Aufpreis zwischen diesem und einem normalen Winkelschleifer sind es mehr als wert. Jetzt sollten wir uns aber mal vielleicht die technischen Daten anschauen. Hier seht ihr jetzt mal die technischen Daten hier drüben und ihr seht, das ist gar nicht viel. Erstmal, ihr habt eine 230er Scheibe drauf, ganz normal. Ihr habt ganz normale Aufnahme von der Scheibe. Und wir haben aber folgendes, 2800 Watt Eingangsleistung und 6500 Umdrehung konstant. Und warum das Ganze konstant ist, das erkläre ich dir jetzt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Motor ist extrem kraftvoll, brushless Power in diesem Gerät. Und der Motor hat einen Überlastschutz. Das heißt, wenn du es mal theoretisch schaffen solltest, dass der Motor überlastet, das heißt, dass du ihn so stark beansprucht hast, ja, dass er überlastet ist, dafür gibt es hier eine LED hier hinten. Ja, die LED, die wir hier haben, würde dann rot werden, ja, beziehungsweise bei einem Kickback, da kommen wir auch noch dazu, würde sie rot blinken. Ansonsten ist sie, wenn du das Gerät einschaltest, einfach grün. Das ist einfach eine Status-LED, wenn du das Gerät überlasten solltest. Denn beim Gerät ist es so, dass es versucht, immer konstant die Drehzahl natürlich zu halten. Aber was ganz interessant ist, ich habe Bosch gefragt und wir haben es selbst getestet. Ich habe mal versucht, es hinzubekommen, dass du so stark, also du nimmst das Gerät und drückst so stark, dass das Gerät stehen bleibt, weil du kannst das ja schaffen. Du schaffst es bei herkömmlichen Winkelschleifern ja durchaus, dass du sie wirklich, ich sag mal, tot drücken. Ja, dass du sie so sehr drücken kannst auf das Material, dass der Motor immer so, dann bleibt er stehen. Haben wir nicht geschafft. Wir haben keine Chance gehabt, überhaupt keine Chance, das Gerät hier zum Stoppen zu bekommen. Und das ist eben diese pure, brachiale, grenzenlose Power, die er hat. Aber lasst uns das Gerät doch mal im Detail anschauen. Wie ihr seht, haben wir hier theoretisch einen ganz normalen Winkelschleifer. Sieht ganz normal aus. Ihr habt hier euren Griff, hier nochmal die LED. Aber viel wichtiger, erst einmal fangen wir mal hier an, bei dem Griff. Das Gerät liegt jetzt sehr steif hier drauf und ordentlich fest. Und ihr seht Folgendes. Ja, ihr habt einen Antivibrationsgriff. Das finde ich sehr wichtig, damit eure Hände geschont werden, weil ihr das länger haltet, damit das hier nicht so doll vibriert und das geht hier auf die Handgelenke. Das ist nicht gut für euch. Dementsprechend ist das hier eine sehr wichtige Sache. Ja. Dann seht ihr Folgendes, hier oben nichts weiter einzustellen. Ihr könnt den Handgriff natürlich auch hier festmachen. Ihr kennt das ganz klassisch. Oder hier. Dann habt ihr hier die Arretierung, die ihr braucht zum Wechseln. Und hier auf der anderen Seite seht ihr hier, ist gar nichts weiter groß zu beachten. Ja? Hier ganz klassisch, aber auch sehr hochwertig gemacht. Ja, kann man das hier verstellen. Ihr seht jetzt hier, kann ich entsprechend
Ja, das einstellen, wie ich das haben möchte. Wieder festziehen. Und ihr seht auch Folgendes, das hier ist massiv gearbeitet. Das ist dafür da, um wirklich sehr, sehr lange zu halten, sehr ordentlich da zu sein, ordentlich auch stabil zu sein, alles da. Zusätzlich ist es so, dass wir hier einen Schalter haben, ja, den Schalter, um es zu starten. Und jetzt haben wir hier zwei verschiedene Versionen. Wir haben den hier, ja, den kannst du reindrücken und arretieren. Ja, jetzt ist er arretiert. Jetzt kannst du ihn entarretieren. Nochmal für euch aus dem Winkel runter, also runter und nach hinten ist er arretiert. Dann einfach nochmal festhalten hier so. Ja, Moment. So, dann ist er lose. Beziehungsweise wieder aus, nochmal an, kann man auch von Hand machen, aber dann würde er halten. Ja? Jetzt nehmen wir mal die andere Version, ja, das ist der hier. Der hat diesen Schalter nicht, ich kann hier einfach nur drauf drücken. Ich kann hier nichts arretieren, das geht hier einfach nicht. Und das sind auch die Unterschiede, das sind die Unterschiede zwischen den beiden Geräten. Das hier mit der Arretierung ist der sogenannte B am Ende, also GWS 30230B, das ist der hier. Ja? Wofür steht B eigentlich? B steht für Bremse, nämlich die Schnellbremse, kann man das dazu sagen? Also für dich eine Bremse dabei, wenn du das Gerät ausschaltest, das merkst du auch. Es gibt ja viele Geräte, die ewig nachlaufen. Ich hasse das bei Winkelschleifen. Du machst die aus und dann weißt du nicht so richtig, wohin mit den Geräten, weil dann läuft er aus. Und so lange musst du in der Hand halten, du kannst ja nicht irgendwo hinlegen. Ja, solltest du zumindest nicht. Hier ist es so, dass das Blatt innerhalb von 3 Sekunden stoppt und zwar auch recht vehement zum Schluss. Es macht dann so und dann, man merkt richtig, dass das Gerät möchte die Scheibe so schnell wie möglich zum Stoppen bringen. Aber jetzt nochmal zum Thema Schalter. Wir haben hier, also B haben beide, die Bremse haben beide Geräte natürlich. Ansonsten sind sie absolut baugleich, bis auf diesen Schalter. Das ist mal wichtig, absolut baugleich. Wir haben hier zwei Varianten. Das ist der B. Beim B kannst du das Ganze arretieren. Ja? Und beim PB, ja, das ist der Pedal-Schalter, dafür steht das Ganze, kannst du eben nicht arretieren. Ja? Du drückst hier einfach nur drauf und das war's. Ja? Hier drauf drücken und fertig. Das ist immer eine Frage, was hätte ich lieber? Ja? Der eine sagt, naja, ich hätte gerne schon die Möglichkeit, dass ich es feststelle und dann damit arbeite, um ein bisschen weniger das festhalten zu müssen. Andere sagen, nee, ich möchte auf Nummer sicher gehen und deswegen auf Nummer sicher gehen für mich selber, dass es nicht einfach so laufen könnte und deswegen dieser andere Schalter. Apropos einfach so laufen könnte, ja, so einfach so laufen könnte, könnte ja auch sein, dass ich Folgendes mache bei dem Gerät hier mit dem Schalter, ja, dass ich nehme das Gerät, stecke es in den Stecker, ja, drücke das hier, also drücke das hier rein, sodass das Gerät läuft, ziehe den Stecker raus und dann stecke ich den Stecker wieder rein und dann läuft das Gerät an. Das passiert nicht, das kann bei beiden Geräten nicht passieren. Das kann ja zum Beispiel auch sein, dass du arbeitest mit dem Gerät so schön vor dich hin, so machst da was und dann springt irgendwo die Sicherung raus und der Kollege sagt, oh ja, weiß ich, alles klar. Und drückt wieder rein, theoretisch. Und in dem Moment guckst du hier so, was ist denn hier los? Und dann fängt es wieder an zu laufen. Beide Maschinen sind davor geschützt. Das kann nicht passieren. Der sogenannte Wiederanlaufschutz haben beide integriert. Wir haben uns ja vorhin schon den anderen Handgriff hier angeschaut. Und zwar den hier. Ergo, der Griff, der wirklich die Vibration schon sehr gut entkoppelt. Und dementsprechend dafür sorgt, dass du weniger Probleme mit dem Handgelenk hast und länger ordentlich und vernünftig arbeiten kannst. Jetzt hat die Maschine aber ja dummerweise zwei Griffe, einmal hier und einmal hier hinten. Und hier kann es natürlich genauso rumruckeln und vibrieren. Und auch da hat Bosch gedacht, da machen wir doch was dafür. Und zwar sind hier spezielle Techniken verbaut worden, auch kleine Gegengewichte dafür, dass wir hier hinten eine geringere Vibration haben. Und das ist schon erstaunlich, was man hier alles gemacht wurde, damit das Gerät nicht so sehr vibriert. Zusätzlich übrigens ist auch der Motor ein Grund aus meiner Sicht, dass es weniger vibriert, weil wenn er mehr Durchzugskraft hat, wandert er einfach so durchs Material und neigt nicht so sehr dazu, dann ins Zuppeln zu kommen. Ihr kennt das vielleicht von Winkelschleifern, die nicht so viel Kraft haben oder die ja etwas unterdimensioniert sind. Übrigens noch einen kleinen Hinweis. Bei dem Gerät ist es ja so, wir haben Bosches Motor und Bosch gibt an, dass der Motor hier die doppelte Lebensdauer hat wie ein normaler Motor. Boah,
schon der Wahnsinn. Und jetzt frage ich euch, warum haben wir eigentlich, und wir kommen jetzt nämlich zum Test, den Test, den wir gemacht haben, ja, den haben wir nicht einfach so mit einem Kabel, also das ist ja ein kabelgebundenes Gerät, aber das haben wir nicht einfach so mit Kabel gemacht, sondern wir wollten euch mal wieder zeigen, ja, was die Instagrid hier drauf hat. Unsere Steckdose für unterwegs. Deswegen haben wir den Test auch damit gemacht und ich zeige euch das auch mal nochmal. Wir haben hier also folgende Möglichkeit. Unseren 2800 Watt Winkelschleifer stecken wir einfach an, schalten das Gerät an, warten ganz kurz, damit er hier einschalten. So, grün und jetzt geht es auch schon los. Und ihr seht, hier leuchtet es grün und jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie schnell das Ganze stoppt. Das ist aber wirklich schnell am Stoppen. Und jetzt geht es auch schon zum Test. Wir blenden jetzt mal die Bilder dazu ein. Als allererstes nehmen wir mal was Kleines. So ein einfaches, so ein Bordstein, so ein Board, was wir haben, 6 cm dick. Und damit haben wir einfach hier mit folgender Scheibe, ich nehme die mal, haben wir hier eine ganz normale Scheibe genommen. Ja? So eine normale Steinscheibe haben wir genommen und haben einfach gesagt, jetzt gehen wir mal auf dieses Board drauf und wie soll man das beschreiben? Wir haben alle ein bisschen hin und her getestet mit dem und alle waren einfach überrascht, man merkt nichts von dem Board. Das ist so, man kann das Gerät mit seinem Eigengewicht auch einsinken lassen, sägt durch, also schneidet durch und kann, das ist der Hammer. Also das ist, als wenn das quasi gar nicht da wäre. Ja? Das war unfassbar schnell. Noch unfassbarer war aber eigentlich eine andere Sache. Und zwar haben wir unseren großen Betonblock, ja, und haben dafür dann auch gesagt, wir ziehen jetzt einfach mal eine größere Nut einmal über diesen Betonblock raus oder durch. Und das ist jetzt nicht unbedingt so feiner Feinstbeton, sondern da sind auch wirklich Steine drin. Das ist, glaube ich, C25er. Das heißt, da sind auch kleinere Kiesel durchaus mal mit drin. Und man hat davon nichts gemerkt. Das ist so, als wenn es das war eine Sekundensache. Ja? Du hast das Gerät genommen, angesetzt und bist da quasi so durchmarschiert, ohne mit der Wimper zu zucken. Und einfach, das Gerät hat das quasi nicht gefressen, du hast nichts gemerkt. Das war so, als du führst das Gerät einfach so langsam durch und dann war es das. Es war sehr entspannt und es ist wirklich entspannt, mit diesem Gerät zu arbeiten. Und wir haben viele bei uns, die sagen, oh, sie sagte mit Winkelschleifer, weiß ich nicht, muss ich das jetzt machen, habe ich eigentlich keine richtige Lust drauf. Einerseits, weil es immer auch ziemlich dreckig ist, weil auch Dreck halt erzeugt und andererseits, weil es halt, ja, es ist immer so eine grobe Arbeit, aber mit dem hier Wahnsinn. Unser Kollege André hat eine Zeit lang auch im Straßenbau gearbeitet und hat gesagt, er hat noch nie in seinem Leben, er hat ein paar Jahre dort gearbeitet, er hat noch nie in seinem Leben ein Gerät gehabt, was so durchgezogen hat wie das hier. Als nächstes haben wir das Blatt hier genommen, ein Bosch Expert Blatt. Ich blende die auch am besten bei jedem Blatt, was wir benutzt haben, haben wir hier unten die Bezeichnung eingeblendet, damit du weißt, welches es ist. Hier das beste Blatt, was Bosch hat für diese Anwendung. Hier haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einen Sturz, den wir hier bei uns schon rausgebaut haben. Und da drin ist ja auch Bewehrung. Ja? Das ist also ein festeres Material mit Bewehrung extra nochmal mit drin, wo du mit normalen Scheiben ja schon ein Problem hast und mit normalen Winkelschleifern so, oh, das ist lästig. Ist zumindest lästig. Und das hier war etwas, was ich wahrscheinlich, also gefühlt, mein Lebtag nicht vergessen werde. Ja? Ihr geht einfach dahin mit der Scheibe und dem Gerät, schneidet vor sich hin und wir dachten, da ist ja gar keine Bewehrung drin. Warum ist denn da keine Bewehrung drin? Dann runtergefallen, dann da ist doch Bewehrung drin. Und das war so erstaunlich, du hast normal Stein geschnitten. Und normalerweise, wenn du durch den Stein irgendwann ans Metall kommst, machst du so, wird langsamer, ich weiß nicht, dann machst du darauf rum und so weiter. Du hast gemerkt, du hast es gehört, dass etwas anders ist, du hast aber nicht gemerkt. Das heißt, du hast ganz normal durchgeschnitten, hast davon kaum was mitbekommen und der Sturz war einfach durch. What? Was ist denn hier los? Ja, einfach so den Sturz durchgeschnitten. Das ist also, normale Maschinen können das auch. Normale Blätter, es gibt auch Blätter, die das ohne Probleme können. Das ist nicht das Thema. Übrigens, das ist immer noch wunderschön scharf, aber nach einem Schnitt ist es auch nicht verwunderlich. Das Interessante ist aber,
wie spielend die Maschine das gemacht hat. Wie absolut spielend. Und als Letztes haben wir ja dann gesagt, naja, wenn wir alles gemacht haben, was können wir noch so machen? Haben wir eine Bahnschiene genommen und haben unsere Bahnschiene mit dem Blatt hier, was ihr seht, was die ganze Zeit schon drauf ist, geschnitten. Und haben gesagt, naja, mal gucken, wie so ein Dauertest denn ist. Weil es war ja völlig klar, das geht jetzt nicht innerhalb von ein paar Sekunden, sondern da muss man auch schon mal einen Augenblick dran sitzen. Ja? Und haben geschnitten. Das Gerät selbst ist ordentlich auch auf Touren gekommen. Man hat auch gemerkt, dass die Schiene sich ein bisschen gewehrt hat quasi. Aber und wir haben hier übrigens ein Blatt, das ist ein Metallblatt. Ja, speziell dafür gedacht, um Metall zu schneiden, was für uns einen riesen Vorteil hat, das kann nicht reißen und dir, wie so ein, diese Fiberglasblätter, kann nicht explodieren. Ja? Wir haben dieses Blatt genommen, haben gearbeitet und haben diese Schiene komplett durchgeschnitten. Auch das war kein Problem. Das Gerät selbst hat überhaupt nicht gezuppelt, gar nichts, durchgeschnitten und fertig. Wir wollten euch eigentlich auch noch zeigen, wie wir da mit schruppen, denn hier wäre es ja eine Anwendung gewesen, wo man wirklich mal gesagt hätte, man muss hier maximal drücken, machen und tun, weil ich glaube, ein Gerät wie das hier ist dafür halt absolut prädestiniert, um wirklich auch Metall oder Schweißnähte abzuschruppen. Aber wir haben leider jetzt tagelang darauf gewartet, wir haben einfach keine Scheibe rechtzeitig ranbekommen. Wenn ihr das wollt, dann schreibt mal unten in die Kommentare, ob wir das nachliefern sollen oder ob ihr sagt, ach, ihr glaubt uns das auch so, das wird auch so schon funktionieren. Oder, nee, Sebastian, probier das mal. Weil ich sagen muss, dass wir haben ja eine bestellt, in den nächsten Tagen kommt die. Vielleicht machen wir das auch auf Instagram. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Dann liefern wir da den Test nochmal nach. Und ihr habt auch gesehen, wir haben die ganze Zeit hier mit der Instagrid gearbeitet. Und falls der eine oder andere denkt, ja, hier ist irgendwo noch Strom dran. Nee, das ist einfach hier quasi Strom zum Mitnehmen. Hier rein gepresst 2,1 Kilowattstunden, die hier an Energie drin sind. Und ihr habt auch gesehen, 2800 Watt. Könnt ihr ohne Probleme dran ziehen und dran arbeiten. Wie voll ist denn die eigentlich noch? Ja, also ihr seht hier, die ist noch wirklich relativ voll, hat gerade mal zwei Balken verloren und ihr könnt dann auch immer noch ohne Probleme weiterarbeiten. Das Gerät hat ja 2800 Watt und hat dementsprechend auch einen ordentlichen Anlaufstrom, aber wir haben ja, das habe ich noch gar nicht gesagt, einen Sanftanlauf. Ihr habt das ja auch gemerkt. Ja, das ist ein schöner Sanftanlauf. Der zieht zwar auch ordentlich los, aber es ist nicht so, dass er so das reinballert wie manche andere, dass du auch das nicht so richtig halten kannst, so einen Kickmoment hast. Das hat der nicht. Apropos Kickmoment, da gibt es noch zwei Sachen, die ich noch unbedingt erzählen möchte. Nummer eins, bei anderen Winkelschleifern ist es häufig so, dass sie die Sicherung rausballern, weil sie so einen hohen Anlaufstrom, so einen Peak am Anfang haben, dass die Sicherung das nicht hält und die Sicherung einfach rausfliegt. Wir haben hier einen Sanftanlauf, damit ist kein Problem. Wir hätten mit dem Gerät hier sowieso kein Problem, weil die Peaklast von 2.000, 3.000 Watt interessiert ihn gar nicht. Wir haben hier mit der mal einen Test gemacht, dass wir auch in der Spitze 4.000, 5.000 Watt gezogen haben. Läuft, überhaupt kein Problem. Jetzt noch mal eine ganz wichtige Sache, und zwar das Thema Kick. Das Gerät hier hat einen Kickback-Schutz. Das heißt, wenn wir hier einen Impuls haben, ja, dass das Gerät irgendwo rausspringt, irgendwas passiert, dann schaltet es sich sofort ab, die Bremse geht an und du hast die Sicherheit, dass du dich nicht verletzt und dass du wirklich kein Problem hast. Das Merkwürdige ist nur, so ging es uns auch, bei den großen Geräten hat man wirklich Respekt davor. Also gerade vor so einem Winkelschleifer sollte man immer großen Respekt haben. Man arbeitet damit und sagt dann so, ja, das wird schon, alles gut. Hier hast du so die doppelte Sicherheit. Nummer eins, Kickback-Schutz, alles mit dabei. Wie gesagt, wenn er auslöst, dann würde das hier auch rot leuchten. Wir haben es ja nicht hingekriegt. Wir wollten Kickback provozieren, haben es aber nicht geschafft, weil das Gerät beim Arbeiten, das ist nämlich Grund Nummer zwei, so viel Sicherheit auch ausstrahlt, weil du bist am Arbeiten und du kennst das bestimmt, dass du quälst dich so durchs Material durch und hast Angst, vielleicht ein bisschen zu verkanten oder sonst irgendwas. Hier ist es einfach so, dass du dich nie quälst. Du hast eine so hohe Souveränität, dass du einfach durchläufst und das macht Spaß. Ja? Irre. Und ihr merkt, ich bin total begeistert von dem Gerät, einfach weil es mal wieder was anderes ist, ja? Weil es nicht einfach nur der nächste Winkelschleifer ist, sondern es ist nicht nur der nächste Winkelschleifer, sondern es ist aus meiner Sicht keine Evolution, sondern es ist eine Revolution. Ich sage deswegen, ich bin der Meinung, es ist der stärkste Winkelschleifer der Welt. Ich weiß,
Es gibt im Industriebereich, also ich sage mal ganz bewusst, im Industriebereich, wo wir von ganz anderen Kosten sprechen, und zwar bei bedeutend anderen Kosten sind, gibt es durchaus auch noch Geräte, die sind stärker als die hier. Aber wenn wir von einem ganz normalen 230 Volt Hausstromanschlussgerät sprechen, was du überall benutzen kannst, ist nach meinen persönlichen Recherchen das hier das stärkste Gerät, was ich gefunden habe. Ich habe keinen Winkelschleifer in dieser Größe gefunden mit der Eingangsleistung und einem brushless Motor, der stärker ist als der hier oder vergleichbar. Wenn du einen gefunden hast, wenn du einen kennst, schreib es mal unten in die Beschreibung. Der Vorteil ist, du bist ein 230 Volt Gerät, ja, dadurch kannst du das auch wild mixen mit welches andere System oder welchen anderen Hersteller du sonst noch so hast, weil da gibt es aus meiner Sicht irgendwie keine Ausrede mehr zu diesem hier. Ich bin gespannt, wenn andere Hersteller nachziehen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Denkt dran, ihr könnt ja immer noch das Gerät hier gewinnen. Einfach einen Kommentar setzen und schon bist du mit dabei. Übrigens, wenn du wissen willst, wie du gewinnen kannst und auch wie die Gewinnbedingungen sind und wo du nachgucken kannst, unten in der Videobeschreibung unter dem ehrlichen Preisvergleich stehen die ganzen Informationen da. Ich kann euch nur viel Glück wünschen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Vielleicht kennt ihr doch noch ein Gerät, was stärker ist. Ja, und jetzt mal gucken, was ich jetzt noch damit schneide. Und für euch rein ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.